Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bonus-Part. Jetzt mit einem neuen Bonus-Part. Oh, wer hätte es gedacht? Und zwar behandeln wir heute, wie im Titel schon zu lesen ist, alle regulär bekommbaren goldenen Skulltulas als junger Link. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie viele es sind, aber es sind schon ein paar. So, jetzt sind wir hier in Kakariko und besorgen uns jetzt erstmal hier ein wenig Käferchen, denn ich mache die Reihenfolge jetzt an einer bestimmten Reihenfolge. Und zwar habe ich mir so eine kleine Liste geschrieben, welche man alle so kriegen kann als junger Link, und gebe euch diese Liste dann auch weiter. Wo man jetzt halt in diesem Part zeige ich euch dann in der Liste, wie welche Skulltula man alle als junger Link bekommt. Oder bestell sie sogar als Download bereit. Weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen soll. Und ja, dafür gehen wir natürlich jetzt erstmal in Richtung des Zora-Flusses, weil ich mir gedacht habe, ich schreibe die Liste so, dass wenn ich jetzt schon in Kakariko bin, auch direkt hier in diese Richtung gehen kann. Ja, und das werde ich jetzt auch mal machen hier. Zack. So, und zwar kann man hier im Zora-Fluss zwei Skulltula bekommen. Direkt hier am Anfang findet man hier schon einen. Ich möchte noch ein paar Sachen hier einsammeln. Und zwar, wenn man gegen diesen Baum hier rollt. So, jetzt kann ich euch auch mal hier den Trick demonstrieren, dass wenn man einen Jump-Slash gemacht hat, mehr Damage macht. Oh, kann ich doch nicht. Dafür muss ich mein Schild ausrüsten. Auch gut. So, jetzt haben wir unseren ersten goldenen Skulltula bekommen. So, der zweite goldene Skulltula, den wir hier bekommen können, ist einmal an der Leiter, bevor man zum Zora-Endboss sozusagen ankommt. So. Und da wollen wir natürlich jetzt erstmal hinschwimmen. Zack, 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 zack. Hier, flupp. Und weiter geht's. Und hoch, zack. Und hier auch noch hoch. Sehr schön. Ich werde das Video ungefähr so gestalten, weil wenn ich jetzt jeden Gang gehen würde, alles recorded, dann würde das sowas von einem Überlänge-Part haben. Und das möchte ich euch leider nicht antun. Deswegen machen wir das ganz einfach. In jedem Gebiet, der jetzt zum Beispiel weiter weg ist, nach diesem Gebiet komme ich in einem Gebiet, was ein bisschen weiter weg ist. Das werde ich dann einfach cutten. Und wir sehen uns dann erst dann da wieder. Weil sonst, wenn ihr auch noch das ganze Rumgelaufe sehen wolltet, nee, das würde mir auch persönlich auf den Sack gehen, wenn man das dann sehen würde. Aber so geht das ja noch. So, jetzt spielen wir hier mal ein bisschen die Ocarina, kennt ihr ja. So. Jetzt müssen wir nämlich ins Zoras Reich. Genau. Zwar ist hier direkt kein Skulltula, aber in der Zora-Quelle ist einer. Also sehen wir uns jetzt gleich hier in der Zora-Quelle wieder. So, da sind wir auch wieder. Wir sind jetzt in der Zora-Quelle oder an der Zora-Quelle und sehen hier auch schon direkt den ersten goldenen Skulltula, den man kriegen kann. So, natürlich auch nur nachts, ne? Ups, jetzt habe ich ein bisschen verkackt hier. Ich wollte ja eigentlich hier hoch. Und dann, klack, Skulltulas kriegt man halt nur in der Nacht. Und das macht sie auch so unwahrscheinlich schwer zu finden, wenn man jetzt alleine die ganze Zeit durch die Gegend sucht. Und ja, dann deswegen dachte ich mir, ja komm, laufen wir jetzt einfach hier rum. Und deswegen müssen wir ab und zu mal noch ein bisschen das Lied zücken hier. So. Klack, haben wir das hier auch. Ja, töte den Skulltula. Zack. So.
Und jetzt müssen wir noch ein kleines Stückchen weiterlaufen. Und zwar haben wir hier erstmal alle Skulltula abgefarmt als junger Link. Hier gibt es natürlich jetzt noch einen, aber den können wir nicht holen. In Zoras Reich gibt es auch noch einen. Können wir jetzt aber noch nicht holen, weil wir nicht erwachsen sind. So. Wir gehen jetzt erstmal nochmal in Yabu Yabu rein, denn da haben wir natürlich gar keine Skulltula gesammelt. Und jetzt möchten wir einmal in Yabu Yabu rein. So. Ah, dann brauchen wir jetzt natürlich auch noch hier zack, 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 ne? Und das Schild will ich jetzt auch mal anlegen hier. Jo, 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 komm, lass mich in Ruhe. Hier, ballert das raus, zack. Und zwar findet man in diesem hier, in dem lieben Yabu Yabu, findet man 4 goldene Skulltula. Ich hoffe, dass ich den Tempel hier nicht noch alles nochmal machen muss. Den ersten Skulltula findet man... Ah, jetzt kann ich einen neuen Trick ausprobieren. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht, ob das mit der Milch hier funktioniert. Ich probiere es einfach mal aus. Und zwar, wenn man hier drauf springt und dann... Nein, es funktioniert leider nicht. Es gibt schon einen Trick, wie man das schaffen kann, aber da... Ich habe mir nämlich ein paar Bugs angeguckt. Und Glitches, wie man das ja alles so machen kann, aber... Naja. So, sind wir hier erstmal wieder in Yabu Yabus Bauch. Ich Volltrottel wirf natürlich jetzt erstmal den Kasten weg, den wir jetzt brauchen. So, wie ich vorhin schon angemerkt habe, ist der erste Skulltula, den wir in Yabu Yabus Bauch holen, hier drinne. So, und dann gehen wir hier rein. Und der Skulltula ist, wenn man einfach hier geradeaus geht und dann rechts da oben. Wie man da vielleicht schon unschwer erkennen kann. Oh, ja, hier. Komm, stell dich nicht an. Zack. So, und hier haben wir den ersten goldenen Skulltula erreicht. Jetzt müssten wir 2 goldene Skulltula haben, soweit ich... Aua. Sobald ich mir das so gedacht habe. Nee, das ist nicht der zweite. Das müsste jetzt der 4., glaube ich, sein. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Die anderen 3 goldenen Skulltula, jetzt packe ich erstmal die Milch hier wieder weg. Die stört mich ein bisschen. Die anderen 3 finden wir auf der Etage B1. Das müsste jetzt die hier sein, wo wir schon sind. Nee, eine Etage tiefer. In B1, und zwar... So. 2 Stück direkt findet man, wenn man in dieses Loch hier geht. Da sind wir fast schon auf einen draufgefetzt. So, zack. Hier ist der erste goldene Skulltula, den wir hier noch kriegen können. Bist du irgendwie dumm oder so? Mann, 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 immer diese Steuerung. Und da ist... Alter, willst du mich jetzt hier verarschen oder was? Trollen kannst du dich selbst. Und hier ist der andere. So, genau, so wollen wir das haben. So, und jetzt wollen wir natürlich hier noch rüber. Das heißt, wir müssen erstmal wieder nach oben klettern. Dam, da, dam, dam, da, 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 da. Verschwinde, komische Qualle, lass mich bloß in Ruhe. Hilfe, blöde Scheißqualle, lass mich bloß in Ruhe. So, und den anderen findet man, wenn man sich erinnern kann, ist man mit der Prinzessin ja hier runtergesprungen. Hat sich total aufgeregt, dass diese blöde Kuh einfach da runterspringt. Aber wir brauchen jetzt hier Folgendes. Und zwar nicht den. Oh Mann, dass er da immer direkt werfen muss. Ohne Witz, ne? Regt ein bisschen auf.
Und man braucht zwar den hier. Und das hier ist der vierte goldene Skulltuler, den man hier kriegen kann. Und somit haben wir alle goldenen Skulltuler in diesem Level erreicht. Man kann es jetzt auch hier sehen. Da ist ein goldenes Skulltuler-Symbol. Also haben wir alle goldenen Skulltuler gefunden. Als nächstes gehen wir... Oh, Moment. In den Kokiri-Wald. So. Auf geht es. Ab in den Kokiri-Wald. Ja, zu den verlorenen Wäldern. In den verlorenen Wäldern gibt es auch drei Skulltula, aber wir können hier nur zwei Stück bekommen. Und hier sind wir das erste Mal auf die Käfer angewiesen. Und diese Käfer werden wir jetzt auch gleich schön benutzen. Aua, was fällt dir eigentlich ein? Meine Fresse, ey. Hoffentlich abzuballern. So. Dam-d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 am. Jetzt gehen wir erstmal rüber. Zack, zack, zack. Und jetzt kann ich euch gleich zeigen, für welche zwei Orte man denn jetzt hier die Käfer braucht. Man braucht die Käfer insgesamt 10-mal. Soweit ich mich erinnern kann. Auf in die verlorenen Wälder. So. Wir machen das jetzt nämlich ganz simpel. Deswegen bin ich hier nochmal rausgegangen. Da freut er sich, der kleine Typ. Und freut er sich den Ast ab. Das erste Mal brauchen wir die Käfer nämlich hier. Wenn man nämlich die Käfer rauswirft, werden diese, wenn man nicht schnell genug ist, wieder einen einzusammeln, in dieses Loch gehen. Und dann passiert nämlich Folgendes. So. Da kommt nämlich ein goldener Skulltula raus. Sehr interessant, ne? So. Und jetzt brauchen wir noch einen goldenen Skulltula. Und den findet man in so einem anderen Loch. Genau das gleiche Prinzip. Nur ist er halt woanders. So. Gehen wir mal hier lang. Und jetzt ist das, glaube ich, links. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, hier links. So. Den müssen wir jetzt beseitigen. Weil der uns nur nervt. So. Hier knallen wir das jetzt raus. Tada! Und jetzt kommt da ein goldener Skulltula raus. Yay! So, haben wir die Maske der Wahrheit denn dabei? Oh, sehr schön. Dann können wir nämlich jetzt mal gleich noch einen Bonus machen. Zum Bonus einen Bonus. Und zwar sieht man ja hier Schmetterlinge. Und dann gehen wir einfach hier hin und die wollen eine Maske von einem sehen. Wenn ich nicht die Dingens jetzt hier runterwerfen würde. Meine Fresse. Ey, bleib stehen. So, danke. So, und jetzt setzen wir die Maske ein. Und dann gucken die. Sie sind sich nicht ganz einig. Aber doch. Dann passiert genau das hier. Money. Oh yeah. Das ist eine kleine Investition hier, um Geld zu bekommen. Aber pff, was Besonderes ist das nicht. Ich wollte das mal nur so zwischendurch zeigen. So. Hier haben wir jetzt auch alle Skulltula. Okay, nicht alle. Es fehlt ja noch hier ein einziger. Aber das ist jetzt egal. So, jetzt kommen wir zum Kokiri-Wald. Im Kokiri-Wald gibt es drei goldene Skulltula. Und einen findet man, wenn man nach hier geht. So, so schön nach oben.
Und dann geht man einfach hier so lang. Und dann hört man auch schon den goldenen Skulltula. Nur, man sieht ja gar keinen. Und dann plötzlich... ein goldener Skulltula. Was macht der denn hier? Ist ja unfassbar hier. Mann. So, einen anderen goldenen Skulltula findet man. Wenn man diese Steine durch die Gegend wirft, genau. Nein, die findet man da hinten. Und zwar braucht man da wieder die Käfer. Ja, so, jetzt springen wir einfach mal hier rüber. Zack, zack, zack. Und zwar hier. So, hier wirft man jetzt wieder die goldenen Käferchen rein. So. Zack. Und dann müsste jetzt da ungefähr der goldene Skulltula auftauchen. So. Und dann haben wir hier in Kokiri-Wald auch schon alle goldenen Skulltula gefunden. So, jetzt begeben wir uns auf den Weg zum lieben Deku-Baum. Denn der Deku-Baum ist ja leider von uns gegangen. Und dem werden wir jetzt einen kleinen Besuch abstatten. Und zwar besorgen wir uns hier 4 goldene Skulltula. So, und dann müssen wir jetzt hier erstmal einmal auf die Ebene 1F. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Sind wir denn schon auf 1F? Ja. Und zwar muss jetzt hier irgendwo in einem Raum, sehr wahrscheinlich diesem Raum, ein goldener Skulltula irgendwo sich verbergen. So, wo haben wir denn den goldenen Skulltula? Oh! Was ist denn los? Warum denn? Oh! Ich glaube, der goldene Skulltula verbirgt sich hier oben, aber ich bin mir überhaupt nur sicher. Ah, ich weiß, wo sich der goldene Skulltula befindet. Nein, was tue ich, was tue ich? Er befindet sich überhaupt gar nicht in der ersten Ebene. Und zwar... Watch out! So, und zwar befindet er sich auf der zweiten Ebene. Oh, oh, oh. Glimpflicher Fehler hier unterlaufen. Mann. Das ist natürlich sehr doof passiert jetzt hier. So, dann wollen wir mal hier hochklettern. Ja, Spinne, hör auf mich zu glotzen. So, saubere Geschichte. So. Und zwar befindet sich der goldene Skulltula in diesem Raum. Genau, der Raum war das. Ja, genau, das sehe ich ihn auch schon. So. Was zur Hölle sollte das? Komm, leck mich an die Füße, ne? So, jetzt ist er kaputt hier. Mann. So, das brauchen wir auch gleich nochmal hier. So, jetzt kommen wir an den goldenen Skulltula ran. Da ist er doch. Und die Truhe können wir gleich noch mit öffnen. Wahrscheinlich ein Herz oder so, genau. Aber bist du irgendwie dumm oder so?
So, und hier haben wir unseren ersten Skulltula im Dekubaum erreicht. Erreicht, wie sich das anhört. Gefunden. So, und jetzt brauchen wir mal einen Deku-Stick. So, Z. Zack. Haben wir das auch erreicht? Und jetzt müssen wir einmal hier hinunterspringen. Los, du große Spinne, stirb! Und dann sehen wir jetzt auch gleich schon mal direkt den ersten Skulltula. Und gleich schon den zweiten Skulltula. Oh yeah. So. Und da haben wir ihn auch. Saubere Angelegenheit. Gut, das Ding haben wir runtergemacht. Dann kommen wir nämlich jetzt gleich schneller zum nächsten Ding. Dafür kann ich auch schon mal hier Bomben nehmen, weil dafür brauchen wir Bomben. So. Saubere Sache. Und hinauf da. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Den Skulltula, den ich bei meinem ersten Let's Play total vergessen habe. Und ich dachte mir so, fuck, 99 Skulltula. Scheiße, was soll ich tun? Aber jetzt... ist das für uns hier kein Problem. Komm, machen wir es mal ein bisschen spektakulär hier, hä? So. Way, geht alle sterben. So. Und klack. Und der goldene Skulltula ist da. Sieh mal einer an. Da haben wir doch jetzt tatsächlich alle goldenen Skulltula gefunden. So, als nächstes begeben wir uns auf den Weg nach Kakariko und dann sehen wir uns gleich in Kakariko wieder. Also bis gleich und bis gleich. Ja, jetzt sind wir doch nicht bei Kakariko, sondern wir sind jetzt im Schloss Hyrule und hier gegen den Baum rollen und schon seid ihr Skulltula-Millionär. So. Und jetzt kann ich euch gleich noch hier einen coolen Trick zeigen, wie ihr unendlich Skulltula bekommen könntet. Ja, das geht. Geil, wa? Es gibt hier zwar noch einen Skulltula, aber den kann man leider nur bekommen, wenn man erwachsen ist. So. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen hier. Dann halt nicht. Okay. Vielleicht ist er ja so gnadenvoll und lässt uns hier rein. Nein. Kleiner Penner. So, dann zeige ich euch jetzt trotzdem einfach, wie das hier funktioniert. So, einfach hier hoch. Oh Mann, 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 Mann. Das war jetzt echt peinlich. So, dann gehen wir halt jetzt einen regulären Weg. Wenn wir es nicht umständlich machen können, dann machen wir es halt easy. So, dann gehen wir einfach hier runter. Sehr, 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 sehr erstaunliche Begabtheit hier. Sehr, sehr kompliziert. Was wir dazu benötigen, ist eine Ocarina. Und ein Boomerang. Und dann erkläre ich euch den sozusagen den Bug, wie man unendlich Skulltulas bekommen kann. Aber ich muss euch sagen, ich werde ihn jetzt nicht anwenden, denn das würde mein Let's Play hier komplett versauen. Und ja, deswegen. Man geht einfach hier zu diesem Baum, spielt das Regenlied. Songs of Storm. Hymne des Sturms. Und dann erscheint dir da vorne ein Loch. Genau, zack.
Und dann haben wir hier also vier Sachen. Und in einem davon ist dann der goldene Skulltula. Und der ist genau hier. Und zwar geht der Bug folgendermaßen. So. Man stellt sich hier hin. Richtet sich so ein bisschen aus. So. Schießt dann hier erstmal den Skulltula tot. Und dann visiert man den an. Wirft das. Und währenddessen springt man nach hinten mit dem Rückwärtssalto. Und wird nach draußen geportet. Aber man erhält den Skulltula. Und kann so dann die ganze Zeit goldene Skulltula sammeln. So. Und jetzt mache ich mich doch auf den Weg nach Kakariko. Und dann sehen wir uns gleich in Kakariko wieder. Also, bis dann. So, ja, willkommen in Kakariko. Jetzt werde ich es ein wenig dunkler machen. So, jetzt ist es Nacht und wir sind in Kakariko angekommen. Und der erste goldene Skulltula ist hier direkt an diesem Baum. Nicht am Baum, sondern im Baum. Und zwar machen wir jetzt erstmal diese komischen scheiß Grashalme weg und rollen jetzt mal richtig hier gegen dieses Ding. So, und da ist der goldene Skulltula auch schon. So, den sammeln wir jetzt ein. Sehr schön. Der nächste goldene Skulltula, den wir uns jetzt besorgen werden, ist einfach, man geht hier diese Treppe hoch. Und da hat man ja hier schon rechts diesen Turm gesehen. So, und an diesem Turm hängt oben ein goldener Skulltula. Oh ja, oh ja. Ich dafür nehme ich jetzt aber mal hier die Schleuder, weil das ist doch schon ein bisschen zu kompliziert hier mit dem. So. Ach komm, wir machen es auf ganz altmodische Art. Wir klettern da noch hoch. So muss das gemacht werden und nicht anders. So, jetzt haben wir den goldenen Skulltula erreicht. So. Der nächste goldene Skulltula im kleinen Dörfchen ist dieser hier. Und zack, da haben wir ihn auch schon. Jetzt gibt es noch einen anderen Skulltula. Und zwar gibt es den hier. So. Dann haben wir den auch noch. Und jetzt gibt es noch einen. Da hat man ihn auch schon direkt gesehen. Dann könnten wir ihn eigentlich auch schon von hier holen. So. Ne, reicht gar nicht. Reicht's jetzt? Ne. Ja, okay, dann laufen wir da halt hin. So. Wenn wir den dann haben, dann gibt es hier noch einen, den man als junger, kleiner, süßer Link bekommen kann. Den werde ich dann aber jetzt erstmal noch nicht holen, den hole ich gleich. Weil dafür muss man da oben aufs Dach vom Haus da. Und dafür müssen wir erst auf den Todesberg und so weiter und so fort. Deswegen gehen wir jetzt erstmal direkt zum Friedhof hin. Da brauchen wir auch wieder die Käferchen. So. Auf zum Friedhof. Im Friedhof gibt es zwei goldene Skulltula. Und zwar einmal, wenn man da links das Dingens macht. Hier wieder mit den Käferchen. Lassen wir einfach mal die Käferchen hier rein. Ja, da sind sie auch schon, die kleinen Käferchen. So, und jetzt müsste hier gleich irgendwo der goldene Skulltula auftauchen. Ich weiß nicht, ob er da auftaucht oder hier. Da taucht er auf. Auch gut, so. Zack, goldener Skulltula.
Und dann ist jetzt, wenn man hier geradeaus geht und dann rechts, ist hier auch noch ein goldener Skulltula an der Wand. So, haben wir den goldenen Skulltula hier auch. Lack. Und her damit. Vielen, vielen, vielen Dank. So, und das war's ja auch schon auf dem Friedhof. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zum Gebirgspfad. Also sehen wir uns auf dem Gebirgspfad. Also bis gleich. So, da sind wir jetzt auf dem Gebirgspfad angekommen. Und hier gibt es jetzt für uns zwei goldene Skulptura, die wir holen können. Und zwar ganz easy, wenn man hier mal diese Gegner getötet hat. Wie man schon hört, ist hier hinter ein goldener Skulptura. Blub. Da haben wir einen kleinen goldenen Skulptula. Und hier machen wir jetzt zack. Und natürlich noch jetzt, wenn wir da hinten die Käferchen in die Dingens packen. So. Insgesamt gibt es vier goldene Skulptula hier. Aber an einem kommen wir leider nicht dran. Das ist halt ein bisschen doof. Aber das macht nichts. An zwei kommen wir sogar nicht dran. Entschuldigung, Entschuldigung. An zwei goldene Skulptula werden wir nicht drankommen. Denn dafür brauchen wir den Erwachsenen-Link. Oh ja. Stirb! Wir gehen jetzt erstmal nicht in Dodongos Höhle. Da gehen wir erst gleich rein. Genau, wir gehen nämlich jetzt erstmal nach Goronia, denn da sind auch zwei goldene Skulptula. Und einen können wir holen. Also sehen wir uns gleich da wieder. Ja, willkommen hier im ultimativen Reich der Goron. Hier benötigen wir außerdem wieder Bomben. Und zwar müssen wir jetzt einfach hier geradeaus laufen. Wie gesagt, gibt es hier zwei Stück. Zwei Skulptula, aber nur einen können wir hier erreichen. Leider. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal hier den Weg uns durcharbeiten. So. Jetzt müssen wir erstmal noch hier lang. Kann jetzt ein wenig Zeit dauern, bis wir da sind. Aber sollte doch dennoch relativ schnell gehen. So, jetzt müssen wir hier rechts rein, dann müssen wir hier geradeaus. Und da ist gleich eine Kiste, die müssen wir einfach... Oh, hier ist auch noch was drin, da ist glaube ich eine Rubine oder so ein Quatsch drin. Oh, hier 50 Stück brauchen wir nicht. Und hier sind glaube ich auch nochmal irgendwie Rubine drin oder so. Oh, nochmal 50 brauchen wir auch nicht. Und werden jetzt erstmal hier mit einem goldenen Skulptula beworfen. Was fällt dir eigentlich ein? Meine Güte. So. Das war's jetzt hier auch schon in Goronia. Und wir gehen jetzt erst einmal in Richtung Todeskrater. Denn da brauchen wir auch die Käfer. Denn man sieht ja am Anfang, dass da irgendwie was faul ist. Von wegen hier kackt der Indihus und so. Wo sind unsere Käferchen? Hier. Hier kann man eine Wundererbse pflanzen und da müssen wir jetzt in den Dingens reinwerfen. Die Käferchen. Ja, bitte, bitte, bitte. So, ja, hier ist ein Loch. Hier würden sie gerne mal was einpflanzen. Da würde ich auch gerne mal was einpflanzen wollen, du. So, und jetzt kommt hier ein goldener Skulli raus. So. Hier kommen wir jetzt nicht so leicht weg. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns hier gleich auf dem Todesberg wieder. Also, bis gleich. Ja, da bin ich wieder auf dem Gebirgspfad und jetzt machen wir uns hier auf den Weg
in Richtung Dodongos Höhle. Ja, wenn wir jetzt in Dodongos Höhle angekommen sind, gibt es hier drinnen 5 goldene Skulltula. Aber leider kann ich nur an 4 Stück drankommen. Und damit ich jetzt hier nicht gleich so ultimativ verkacke, lege ich erstmal das Schild hier an. So. Zack, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Machen das leicht systematisch. So, wir gehen jetzt erstmal hier geradeaus. So. Gehen wir hier hoch. Hier, ja, fackeln mich ruhig an. Habe ich kein Problem mit. Hier brauchen wir die Käfersche nicht. Hier brauchen wir eher Bomben. So. Jetzt hier vorne einfach rüberspringen. Zack, zack, zack. Hier lang springen. Alles easy. Ja, komm, fackel mich ruhig ab. Habe ich überhaupt kein Problem mit. So, jetzt campen wir uns hier erstmal ein bisschen durch in die Ecke. So, und hier ist ein goldener Skulltula drinne. Wie man vielleicht schon leicht... Wie man schon vielleicht sehr leicht erkennt. Na, weg mit dir, Bombe. So. Und da ist der goldene Skulltula auch schon gefunden. So. Oh ja, geil. Jetzt kommen wir da natürlich nicht mehr raus. So. Ja, solange sie mich treffen, während ich da hochkletter, ist mir das völlig wurscht, was hier mit mir passiert. So, als nächstes müssen wir genau hier so lang, genau. Und können uns fast schon 2 Bomben, wollte ich schon sagen, 2 Skulltula auf einem Weg holen. So, und zwar müssen wir jetzt hier hoch und dann rechts. Ach, hier fehlt uns ja sogar der Kompass. Interessant. Hier hinter müsste ein goldener Skulltula sein. Und das hier machen wir auch mal gleich kaputt. So, ja, lass mal explodieren und so. Sehr schön, sehr schön. Da hört man auch schon leichten und goldenen Skulltula. Da sieht man sogar einen goldenen Skulltula. Ja toll, jetzt muss ich die natürlich hier besiegen. Da ist nämlich der verlorene Schatz sozusagen drin. Na du Kacknuck. Vielen, vielen Dank, dass ich dich besiegen durfte. Aber ich mache das alles nur, um natürlich an den Kompass dran zu kommen. Der uns hier in den Skulltula Run nichts bringt. Wow, krass, jetzt haben wir einen goldenen Kompass hier noch erhalten oder so. So, in diesem Raum findet man 2 goldene Skulltula. So. Ah, falsche Richtung, du Fisch. Hallo! Dreh dich doch um, wenn ich das drücke. So, ohne Witz, ne? Tick aus. So, und dann kommen wir jetzt mal zum goldenen Skulltula, wollte ich gerade sagen. Dann holen wir erstmal den anderen goldenen Skulltula. Denn der andere goldene Skulltula ist hier. Oh.
aus Versehen Bomben geworfen. So, hier haben wir jetzt Skulltula Nummer 2 von 4. So. Und jetzt müssten wir eigentlich auch an den goldenen Skulltula rankommen können. Soweit ich mich erinnern kann. Hallo, goldener Skulltula? Also ich weiß, dass ich ihn abballern kann, das weiß ich. Die Frage ist, wie kommen wir denn da jetzt drauf? Ah, ich weiß es sogar. Weil eigentlich ist die Plattform ja oben. So, dann werden wir jetzt mal ein bisschen trickier. So geht das nicht. So scheint es auch nicht zu gehen. Das wird jetzt doch ein wenig komplizierter, als ich dachte. Nein, so kommen wir auf jeden Fall nicht an den goldenen Skulltula. Okay, dann werde ich den goldenen Skulltula halt erst nach diesem Run holen. Also nicht nach dem Run, sondern nachdem ich hier den anderen goldenen Skulltula geholt habe. Der andere Goldskula, genau. Skulltula. Ist irgendwo in einem Nebenraum von einem langen Gang. Nur frage ich mich gerade, in welchem langen Gang. Ich kann mich jetzt nur an eine Situation mit einem langen Gang erinnern, WTF. So. Deswegen muss ich mal gerade noch ein bisschen grübeln. Hier ist ein goldener Skulltula. Ah, genau. Hier ist ein goldener Skulltula drin. Müsste theoretisch. Hier müsste jetzt ein goldener Skulltula drin sein. Aha, wusste ich's doch. So, dann machen wir den mal hier fertig. Und jetzt fehlt natürlich noch der letzte goldene Skulltula. Haben wir gleich noch ein paar Fuzzis hier mitgenommen. Und ja, jetzt fehlt noch einer und den werde ich mir jetzt besorgen. Aber dafür muss ich wahrscheinlich aus Odongos Höhle raus. Also sehen wir uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. So. Jetzt habe ich es doch noch geschafft. Es ist genau so, wie ich es vermutet habe. Man musste erst wieder rausgehen, dann wieder rein und dann musste man den ganzen Weg rückwärts laufen, damit man an diesen letzten goldenen Skulltula hier drinne kommt. Damit müssten wir 4 goldene Skulltula hier drinne erreicht haben. Leider gibt es 5, aber an denen kommt man, wie gesagt, nur als Erwachsener. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich auf dem Todesberg wieder. Also, bis gleich. So, auf dem Todesberg, Todeskrater, wie auch immer, noch angekommen, werde ich euch jetzt mal noch zeigen, dass man von hier aus an einen goldenen Skulltula kommt. Krass. Und so, jetzt sind wir hier bei einem goldenen Skulltula. Jetzt haben wir hier auch schon alle goldenen Skulltula abgefarmt, abgegrast. Und begebe mich jetzt mit der Eule einmal in Richtung Kakariko, um dann da den letzten fehlenden Skulltula mir zu besorgen. Diesen Flug werde ich jetzt ein wenig schneller machen, also bis gleich. Oh, ihr fragt euch warum? Hä? What the fuck? Warum ist Tag? Ja, weil ich euch enttäuschen muss, da oben ist nur der goldene Skulltula, wenn man
natürlich erwachsen ist. Yeah. Deswegen begebe ich mich jetzt einmal kurz in Richtung Grund des Brunnens. So. Das werden wir natürlich jetzt hier machen. Ganz easy cheesy mit Bug und so. So. Ah, das wollte ich ja noch machen. Eins. Ah. Zwei. Heb ihn auf. So. Kennt ihr ja den Bug schon, ne? Habe ich euch ja schon gezeigt. Wieder funktioniert. Und zwar, man wirft einfach ein kleines süßes Hühnchen da hinten hin. Macht so, schlägt. Bist du blöd? Warum redest du mit dem? Du solltest schlagen. Hör auf davon zu laufen, kleines Hühnchen. Was fällt dir denn eigentlich ein? Machen wir halt so rum. Ach, fick dich. Fick dich, ganz ehrlich, ohne Witz. Wie Link es nicht beschissen bekommt, hier dieses blöde Hühnchen und dann perfekt zu schlagen. Nein, er muss erst ein wenig rumragen, wie auch immer. Warum machst du denn nichts? Warum macht er denn nichts? Ohne Witz. Ohne Witz. Ich habe das Schwert gezückt, man hat's gehört. Aber, pff. Nein, ich bin Link. Ich springe doch nicht. Ist doch viel zu gefährlich. Meine Güte. Spring! Bist du blöd? Ey, der springt nicht, ohne Witz. So, letzter Versuch. Wenn es dann nicht funktioniert, ja, dann habe ich Pech gehabt. Da muss ich den Official Weg nehmen. Ja, hab verkackt. Auch gut. Link springt natürlich ein bisschen zu weit. Er hat ja auch sonst keine Hobbys. Genau, spring erstmal hier fett daneben. Ja, komm hier, leck mich an die Füße. Geh rein da, jetzt nehme ich hier den Official Weg. Haben wir in unserem Let's Play aber auch noch nicht gesehen. Da, 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 da. So, dann pissen wir den Penner auch endlich mal an hier. Dem regt das nämlich jetzt hier volle Kanne auf. Er geht natürlich hier ultra steil. Wer hätte es gedacht? Und der Grund des Brunnens ist nun offiziell erreichbar. Jetzt freut er sich, ne? Aber... Ah, ich habe ein Herzteil gesehen, was wir noch nicht eingesammelt haben. Interessant, interessant. So, im Grund des Brunnens angekommen, gibt es drei Skulltulas, die man bekommen kann. So. Gehen wir jetzt erstmal hier lang. Bring den um. Und dann fällt uns auf, wow, geil, wir haben ja schon zwei Schlüssel gesammelt. Ist das nicht toll?
Diese zwei Schlüssel brauchen wir aber jetzt gerade gar nicht. Zumindest jetzt ATM noch nicht. Ich weiß nicht, ob es... Ja, ja, achte auf die scheiß bekackten Kreaturen an der Wand. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Und zwar müssen wir, glaube ich, hier hinein. Und hier ist ein goldener Skulltula, hat sich hier versteckt. Er ist ein bisschen golden. So. Dann bringen wir den da jetzt auch noch um. Wenn wir ihn treffen würden. Oh, komm jetzt hier. Und hier ist der erste goldene Skulltula von dreien. So. Dann laufen wir jetzt hier wieder am Rand lang. So, und hier soll auch irgendwo ein goldener Skulltula sein. Habe ich mir sagen lassen. Aber erstmal öffnen wir das und finden Kokosnüsse. Auch gut. Geh sterben, ohne Witz. So. Wo ist jetzt denn hier ein goldener Skulltula, hä? So. Pff. Hier soll irgendwo ein goldener Skulltula sein. Hier? Ist hier ein goldener Skulltula? Ich mag den Grund des Grunden nichts. Irgendwo hier oben, okay. Ich frage mich, wo? Wo ist der goldene Skulltula? Die Arschkarte haben wir jetzt, weil wir nämlich diesen Kackraum machen müssen. Sonst gelangen wir nicht oben durch die Tür. Oh, wir haben schon 35. Sehr, sehr gut. So, damit ich euch hier nicht mit diesem komischen Dungeon quäle, sehen wir uns dann wieder, wenn ich den goldenen Skulltula endgültig gefunden habe. Ah! Ja, ich habe ihn doch gefunden. Und zwar ist das einfach im mittleren Raum, wo ich drinne war, und zwar dann einfach diesen komischen Scheiß da finden. Was heißt komischer Scheiß? Diese Tür da öffnen, das war's. Ihr seht da ja jetzt, wenn ich hier rausgehe. So, ja, hier war der. Sehr kompliziert versteckt, wa? Und da ist der letzte goldene Skulltula, den man hier finden kann. Aber ich glaube, man braucht noch einen Schlüssel, und um den dran zu kommen. Ja, man braucht noch einen Schlüssel. Dann wollen wir das mal gerade holen, den Schlüssel. Boah. Ja, dann sehen wir uns gleich im letzten Raum wieder und dann bis gleich. So, da sind wir jetzt auch endlich in dem Raum angekommen. Und jetzt sind wir doch endlich dabei, diesen letzten dummen Scheiß-Skulltula zu bekommen. Das hat mich mein Deko-Schild gekostet, weil ich von einem brennenden Fledermaus angegriffen wurde. So, und jetzt haben wir hier aber auch alle goldenen Skulltula gefunden. So, und dann sehen wir uns jetzt gleich im nächsten Dingens wieder. Ich muss gerade mal gucken, wo wir hingehen. Ah, wir gehen auf die Hylianische Steppe. Also sehen wir uns jetzt gleich auf der Hylianischen Steppe wieder. Also bis gleich. Ja, ich wollte nochmal ein frühzeitiges Hallo sagen. Und zwar gehen wir jetzt hier auf dem Marktplatz von Hyrule in diesen Raum.
Und hier drinne ist ein goldener Skulltula, den ich noch vergessen habe zu holen. Und da machen wir das mal jetzt direkt auf den Weg. Zack. Und jetzt geht alle sterben! Und hier kann man sich, wenn man zu faul ist, irgendwas zu machen, schnell viel Rubine holen. So, aber jetzt sind wir ja schon in der Hylianischen Steppe. So. Jetzt brauchen wir mal gerade ein paar Bomben. Bomben. So. Dann wollen wir jetzt mal in der Hylianischen Steppe uns den goldenen Skulltula holen. Und zwar müssen wir hier in Richtung Kakariko laufen. Und dann diesen goldenen Skulltula kennt ihr ja bereits. Denn ich habe gedacht, da kriegt man irgendwie ein Herzteil her oder so. Aber da war ja doch keins drin. Aber wie wir uns natürlich noch perfekt daran erinnern können, ist da ein goldener Skulltula gewesen. Und den werden wir uns jetzt unter den Nagel reißen. So, und dann werden wir das jetzt mal tun hier. Ein bisschen Fail war das jetzt natürlich auch, ne? So. So, da haben wir den goldenen Skulltula. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder, weil ich jetzt ziemlich weit laufen muss. Ich muss jetzt nämlich in Richtung des Gerudo-Tals. Also, bis gleich. Psst, wir sind jetzt nochmal auf der Lululun-Farm. Und ich wollte euch nochmal sagen, wir holen jetzt erstmal noch hier Skulltula. Hier gibt es nämlich natürlich zwei goldene Skulltula. Vier goldene Skulltula. Meine Schuld. Und zwar einem hier an diesem Haus. So. Den holen wir uns jetzt. Und jetzt müssen wir einmal gegen diesen Baum hier rollen. Gegen diesen Baum hier rollen, genau. Dahinter verbirgt sich nämlich noch ein goldener Skulltula. Jetzt haben wir schon zwei bekommen. Hinter diesem Scheunending ist ein goldener Skulltula. Und an der Mühle ist ein goldener Skulltula. Die werden wir nämlich jetzt natürlich noch ein bisschen holen hier. Zack, zack, zack. Alles kein Problem für uns. Und dann machen wir uns wirklich auf den Weg zum Gerudo-Tal. Denn da ist dann der letzte goldene Skulltula, der uns noch fehlt. In der Hylianischen Steppe. Nämlich, da gibt es nämlich nur zwei Stück. So, irgendwo da vorne müsste der goldene Skulltula sein. Genau, da an der Mühle. An der Wand da. So, jetzt bringen wir natürlich erstmal noch die ganzen Vögelchen hier um. Weil die uns voll auf den Sack gehen. So, zack. Zack. Und jetzt haben wir alle. So, und dann sehen wir uns jetzt wirklich direkt im Gerudo-Tal wieder. Also, bis gleich. So, wir sind jetzt am Gerudo-Tal und hier ist ein kleines Kreisgedöns. Wenn man eine Bombe hinlegt, öffnet sich ein kleines Loch. Und hier soll ein goldener Skulltula sein. Ja, aber wo ist denn der kleine goldene Skulltula hin? Hier, glaube ich, bei der Kuh. Genau, da sehe ich ihn schon. So, da brauchen wir jetzt ein wenig hier. Man braucht ins Feuer, sonst kommen wir leider nicht an die Kuh dran. Leider das Ding nicht mit vernichtet. Macht aber nichts. So. Und hier ist jetzt dann der letzte fehlende goldene Skulltula im Hyrule-Land. Erstmal die Kuh in der Fresse geworfen. Ne, den Boomerang in die Fresse der Kuh geworfen. So, jetzt habe ich's. Und das ist der letzte Skulltula hier in der Hylianischen Steppe. So, als nächstes kommen wir dann jetzt zum Hyliasee. Da gehen wir natürlich sofort hin.
So, einmal die Serenade des Wassers gespielt und auf zum Hyasee. Wow, wir sind angekommen. So, ein goldener Skulltula befindet sich da hinten am Haus. Und einer müsste da hinten sein. Genau, ich mache es natürlich erstmal wieder Nacht hier. So, brauchen wir hier auch wieder die Käferchen. Ja, bla bla. Hier sieht man schon den ersten Skulltula. Hier gibt es insgesamt 5 Stück. Aber als kleiner junger Link kommt man leider nur an 3 Stück dran. Deswegen prügeln wir uns jetzt hier erstmal mit einem. So, zack. Jetzt gehen wir noch in Richtung von diesem da. Und da müssen wir jetzt da hinten zum Labor. Und da müssen wir dann einmal die Käferchen reintun. Wieder in ein kleines Löchlein. Und dann noch da an dem Haus. Und dann sind wir hier schon am Hyliasee komplett fertig. Und dann gibt es noch, am Gerudo-Tal gibt es jetzt dann danach. Da kommen wir dann hin. 2 goldene Skulltula, die wir kriegen können. Als junger Link. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Ja, da sind wir schon fast durch mit dem Spielchen als junger kleiner Link. Hat dann doch nicht allzu lange gedauert, wie ich eigentlich angenommen habe. So, hier kommt jetzt ein goldener Skulltula raus. Zack. Und jetzt kommt da gleich ein kleiner goldener Skulltula raus. Gucken wir mal, wie der springt hier. Zack. Machen wir noch so. Damit wir gleich erstmal Nacht wieder haben hier. Oh. Entschuldigung, habe ich leider kurz verspielt. So. Und da ist jetzt ein goldener Skulltula. Geil, ne? Finde ich auch so. Deswegen holen wir uns den jetzt, den kleinen Süßen. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich im Gerudo-Tal wieder. Also, bis gleich. Ja, endlich im Gerudo-Tal angekommen. Gibt es jetzt direkt schon das nächste an Skulpturen. Hier gibt es insgesamt 4. Aber wir können, wie gesagt, schon als kleiner Link hier nur 2 Stück bekommen. Aber das tun wir jetzt auch hier direkt. Oh, jetzt bin ich so blöd, wie ich bin, fast da runtergesprungen. Jetzt brauchen wir einmal das ganz kurz das Hühnchen. Denn wir müssen jetzt nach da unten und da müssen wir unsere Käferchen wieder einsetzen. So, jetzt muss ich mal hier genau zielen. Ein Stückchen nach da noch. So. Jo. So, und da machen wir jetzt das liebe Käferchen. Das liebe Käferchen auf jeden Fall. Nein! Jetzt sind alle 3 direkt da reingegangen. Na geil, jetzt fehlen mir natürlich Käfer. Weil einmal brauchen wir sie dann doch noch. So. Oh, geiler Move. Und das war es eigentlich hier bei den ganzen Gerudos. Und ja, wir sehen uns dann jetzt gleich im beim Wüstenkoloss wieder. Aber zuerst muss ich mich auf den Weg machen und mir neue Käferchen holen. Also dann, bis gleich.
Ja, hallo am Wüstenkoloss. Und jetzt würde ich sagen, sind wir dabei, die letzten 4 Skulltula zu finden, die man als junger kleiner Link alle bekommen kann. Und zwar benötigen wir einmal hier diesen süßen, lieben Skulltula. Das ist, es gibt hier in diesem Wüstenkoloss gibt es 3 goldene Skulltula, die man finden kann. Einer nur, wenn man klein ist. Ja, die Gespensterwüste, da gibt es natürlich auch noch einen. Und in der Gerudo-Festung gibt es noch 2, aber die kann man leider alle nur bekommen, wenn man ein kleiner Stricher ist. Nein, wenn man erwachsen ist. Und deswegen können wir die alle getrost ignorieren. So. Und jetzt gibt es noch 3 Stück. Die letzten 3, wenn man junger Link heißt. Oder ein junger Link ist. Und zwar müssen wir jetzt hier links gehen. Insgesamt gibt es in diesem Tempel 5 goldene Skulltula. Leider, leider, leider gibt es wieder nur 3 Stück. Als kleiner Link. So, dann wollen wir doch mal hier gucken. Erstmal möchte ich hier geradeaus gucken. So, als erstes, wir müssen hierhin. Ich hoffe, die Dinge ist noch alles erfüllt. Genau, perfekt. Hier ist unser erster goldenes Gullitulli, den wir hier bekommen. So. Da haben wir ihn auch schon. So, dann können wir hier erstmal uns schön entspannen und alles ignorieren. Jetzt müssen wir hier lang. Und zwar müssen wir jetzt in den Raum, wo man diesen einen Spalt explodieren lassen musste. Das ist genau dieser Raum hier. So. Da habe ich euch ja schon gesagt, dass es noch einen Skulltula gibt, den wir nicht holen können. Der hängt hinter uns. So. So. Und zwar hängt er dort. Das ist der 2. goldene Skulltula, der uns gefehlt hat. Und jetzt kommen wir zum allerletzten goldenen Skulltula als kleiner, junger Link. So, hier sind Krabbelminen drin. Hier müsste jetzt irgendwie noch ein Kampf sein, genau. So, der ist tot. Und diesen kleinen Scheiß hier können wir natürlich easygoing erfüllen. Ja, bisschen warten und werfen und zack. Und gleichzeitig noch das Ding geöffnet. So, und jetzt öffnet sich die liebe Tür. Ja, der interessiert mich nicht. Das interessiert mich hier auch nicht alles. Aua. Oh doch, das eine hat mich sehr interessiert. Da musste man das nämlich verschieben. Das hier, genau. So, dann verschieben wir das jetzt hier einmal. Zack. Jetzt können wir da oben rein und danach, der Raum müsste das sein. Da bekommen wir dann endlich den letzten goldenen Skulltula, der uns noch fehlt. Oder? Nee, genau, ein Raum noch danach. Jetzt müssen wir, was muss man nochmal machen? Ich glaube, man muss einfach nur das Ding ins Licht ziehen. So, ja, dann muss ich das jetzt erstmal hier rausziehen. So. Und das muss ich jetzt hier zurückziehen. Und dann sind wir endlich beim letzten Skulltula angekommen, der uns fehlt. Ich weiß zwar nicht, was der Typ da rechts von uns für Probleme schiebt, aber hat uns irgendwie getroffen. Cheater.
Und da bin ich mal gespannt, wie viele goldene Skulltula wir doch dann jetzt endlich gefunden haben. So. Zack. Die Tür ist offen. Genau das, was ich wollte. Und hier ist jetzt der letzte goldene Skulltula, der uns fehlt. Und er hängt hier oben. Und jetzt haben wir erfolgreich alle goldene Skulltula gefunden, als kleiner junger Link. Und das war jetzt der letzte goldene Skulltula als kleiner Link. Jetzt wollen wir mal gerade gucken, wie viele wir haben. 53 goldene Skulltula bekommt man, wenn man ein kleiner junger Link ist. Dann wollte ich jetzt speichern und dann würde ich sagen, wir sehen uns jetzt gleich in Kakariko. Und zwar gehen wir dann in das Skulltula-Haus und gehen zu 4 Leuten und zum 5. gehen wir erst im nächsten Part. Und das hat nämlich einen Sinn. Und bis gleich. Ja, jetzt stehen wir hier kurz vor Kakariko und dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich in den Skulltula-Haus und jetzt holen wir uns 4 von 5 Belohnungen ab. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die große Börse. Jetzt hast du eine größere Geldbörse erhalten. So, das war Nummer 1. Nummer 2 ist der hier. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Oh yeah, der Stein des Wissens. Ja, hätte ich jetzt mit einem N64-Controller einen Rumble Pack, dann würde es an wichtigen Stellen vibrieren, an Secret-Stellen. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Und wir halten Krabbelminen. So, und jetzt noch mit dem vorletzten. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Und zwar die Riesenbörse. Welch eine riesige Geldbörse. Jetzt kannst du sogar 500 Rubine tragen. So, und mit diesem kleinen Mann werden wir nicht reden, sondern erst im nächsten Part. Deswegen gehe ich jetzt hier hinaus und würde sagen, wir sehen uns an dieser Stelle wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Zelda Ocarina of Time. Bis dann und ciao!